Ja, hallo meine Lieben, willkommen bei Planet Coaster Folge 23. Ja, wir wollen mal ein bisschen weitermachen. Erstmal wollte ich den Weg hier weg haben. Was hatten wir hier für eine Weite 8, ne? 8 war das, glaube ich. Die 6. 6, oder? Ja, 6. So. Ein bisschen weiter auseinander soll das hier gehen. Jawohl. Dann hatten wir den, glaube ich, auf 8. Na. Okay, muss das einmal wegdrücken. Und nochmal neu. 8. Ja. Jawohl. So. Damit das hier ein bisschen breiter wird. Und wir werden mal wieder einen kleinen schmalen Weg, wie das mir empfohlen wurde, Länge, ja, machen wir bei 5. Machen wir das doch mal so. Können die hier wieder durchlaufen. Und wir wollen mal ganz kurz in die Forschung gehen. Oh ja, ist das schon alles fertig. Was haben wir hier Neues? Screaminator. Scream. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Iron Cliff. Oh, was haben wir hier? Was ist denn das? Ladenmarke, aber was? Just a Momento. Achso, das ist bestimmt irgendwie so Kaffee oder sowas. Wir starten die nächste Forschung. Achterbahn, eine Achterbahn. Chimäre. Achterbahn, Achterbahn. Schwinger. Natürliches Material, so eine schöne Holzachterbahn wäre mal vielleicht nicht schlecht. Dann machen wir das. Und das. So. Forschen wir mal erneut. 15.000 habe ich nur noch. Es ist eine Menge draufgegangen. Warum weiß ich leider nicht. So, Laden. Nee, Fahrgeschäfte. Wo haben wir denn unser Screamer? Der war das doch, ne? Jo, nice. Das Ding setzen wir mal hin. Kommt so ziemlich mittig von hier so. Ich würde dann mal sogar sagen, ja, wir machen das doch mal so. Und ich würde sagen, wir machen den Weg doch etwas breiter. Zack, zack, zack. Wo haben wir denn? Da haben wir auch mal 6 Meter. Ja. Jawohl. So. Haben wir das. So, Eingang. Machen wir mal hier hin. Nach hinten hinaus. Den Ausgang ja genauso. Machen wir auch hier hin. So, und jetzt
Wollen wir den Eingang mal positionieren? Was mal, wie groß ist denn da? Oha, okay. Ja, wunderbar. Erstmal wollen wir mal die Farbe ändern. Gefällt mir aber so gar nicht. Rot können wir lassen. Das Gelbe mal vielleicht, oder nee, das Weiße mal in Schwarz machen. Alles schwarz, ne? Wie sieht das denn aus? Wenn wir alles schwarz machen. Umso dunkler, umso besser, finde ich. Weil wir könnten ja mal einmal so ein bisschen Grau reinbringen. Und das Blaue war ja eigentlich auch nicht so schlecht. So ein Dunkelblau vielleicht. Wäre auch andersrum. Das Dunkelblau. Das wäre auch nochmal Grau. Ah, lassen wir das doch mal so, ne? Ja, also schwarz-weiß-blau gefällt mir. Das sind irgendwie auch meine Lieblingsfarben. Jawohl. Okay, wollen wir mal den Eingang platzieren. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Nee, warte, das machen wir erstmal wieder alles weg. Weil ich da eine ganz andere Idee habe. Daran. So geht das Geld nämlich natürlich auch schön flöten, ne? Aber das ist total cool. Das soll ja auch so aussehen, wenn sie fallen, als wenn sie ins Wasser fallen würden. Ich hoffe, dass das Ding schießt nach unten und nicht nach oben. Das können wir natürlich sehr leicht herausfinden. Ja, es fällt nach unten, ja, genau. Wunderbar. Nochmal Terrain. Ruhiges Wasser, aufgewühltes Wasser, stechendes Wasser, Schmutzwasser. Schmutzwasser, ja, na geil. Nee, Mann, das sieht ekelhaft aus. Stehendes Wasser, aufgewühltes Wasser, ruhiges Wasser, stehendes Wasser. Wie sieht das denn aus? Sieht aus wie normales Wasser halt, ne? Aufgewühltes Wasser. Okay, und was haben wir hier? Ruhiges Wasser. Ich finde ruhiges Wasser irgendwie schöner, aber es soll ja nicht schön aussehen. Aber egal, wir lassen es so. So, jetzt hier noch mal hin. Länge.
Was nun los? Ein Bock mehr oder was? Zündet ihr jetzt? Na gut, machen wir das so. Schön lang. Und einen Ausgang brauchen wir. Nein. Hier mit da. Warum ist da jetzt so ein... Achso, passt sich dem hier an. Alles klar. Okay. Ja. Da haben wir das. Wir werden das Ganze noch mit Licht machen. Wir können es eigentlich auch schon eröffnen, oder? Auch schon eröffnen. Was macht der Preis? 10 Euro. Wir sind mit 11 dabei. Schön teuer, schön den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Kennen wir ja, ne? Man braucht nur auf die Tankstelle fahren. So. Oh ja, das ist gut, das passt ja. Wir drücken mal ganz kurz Pause. Jetzt ist es ein bisschen dunkler geworden. Dann wollen wir das mal... Wir können auch mal ganz kurz gucken, was unsere Forschung hier machen. Okay, ist das bei 37%? Hast du nicht gesehen, alles klar. So, Szenarien. Requisiten. Leuchtung. Leuchtung. Und ihre kleinen Gruselampen. Wobei. Egal. Da. Und da. Hier. Machen wir einmal komplett den ganzen Weg hier. Dann haben wir das nämlich. Nochmal hier ein gegenüber. Hier natürlich auch. So, dann wollen wir Big Extras auch gleich unsere Mülltonnen machen. Machen wir mal hier hin. Und hier hin. Stellen wir die mal da hin. Und da auch ein. Jetzt noch mal die Bänke. Hier kommt eine Bank hin. Da und da. So. Haben wir das? Nochmal zur Beleuchtung. Was können wir denn da nehmen? Stehende Fackel, Straßenlaterne, Büffellampe, nee. Stehende Fackel, wie sieht das denn aus? Die leuchtet ja auch, ne? Das ist doof. Das ist auch die einzige gruselige Lampe, die wir haben. Macht ja fast kein Licht. Ja, wir stellen hier so ein paar Öllampen hin, ja.
Warum geht das jetzt nicht? Was soll das denn jetzt hier? Ja, wenn denn hier so, ne? Oder warte mal, wir haben ja eigentlich auch Kürbisse. Wo finden wir die denn? Nee, warte mal. Datum. Animation da, hier vielleicht irgendwo. Irgendwo müssen wir doch so diese Gruselkürbisse haben, ne? Oh, wow. Leuchten aber nicht. Leuchten ja gar nicht. Haben wir das doch vielleicht hier? Auch nicht. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Weiß nicht, wo wir das haben. Nee. Ach nee, und das sind Spezialeffekte, glaube ich, ne? Hier war das doch, oder? Diese Kürbisdinger da. Irgendwo müssen wir die haben. Biotechnik, Feuerwehr, Ambiente. Nee, auch nicht. Nee, gut, dann hat sie das erledigt. Wir nehmen die eckigen Lampen hier, ja. Wir nehmen die hier einfach. Und dann immer so abwechselnd irgendwo hinstellen. Ja, wir sagen mal so. Da einen hin. So. Passt schon, wir machen das hier irgendwie. Also Leute, ich bin der Meinung, ich habe diese Kürbisse schon mal irgendwo gesehen. Weiß leider nicht mehr wo. Wenn ihr das wisst, auch mal in die Kommentare reinhauen. Weil ich möchte auch mal so ein paar Kürbisse so hier überall verteilen. Denn wir haben ja auch Halloween bald, ne? Ja, da müssen sie sich durchdrängen, die Leute. Ist halt so. So, ist das beleuchtet? Bei dem Ausgang machen wir genau das gleiche. Da ein Hin. Da ein Hin.
Ausgang noch ein. Hm. Rucksack. Ja, hier könnte doch noch mal irgendwie einen hin, ne? Und den verschieben wir dann mal. Hier hin. Aber nicht so in der Luft. Nicht so. So. Ja. Haben wir das. So, und dann haben wir natürlich noch ein bisschen mehr hier im Gepäck. Wo war das denn jetzt hier? Spezialeffekte? Nein. Saturn. Da. Ne, hier war es natürlich nicht. Kleines Hexenhaus? Oh, so klein ist es ja doch nicht. Achso, wir können auch wieder Play drücken. Ganz vergessen. Oh, was ist das denn hier? Sehe ich das richtig? Ist da irgendwie eine Leiter? Oh ja, okay, das Ding müsste, wenn denn, auf dem Baum sein oder sowas, ne? Schlafender Drache. Oh, passt der jetzt hier rein? Nee, leider nicht. Uhrenturm? Hm. Die sind alle so klein, die ganzen Spinnen. Bewegen sich auch sich gerade. Hä? Komm mal hoch hier. Naja, also da kann man echt gruselige Uhr. Aber ich will ja so Statuen haben. Da irgendwie noch was Horrormäßiges ist, nee, ne? Nur eben halt hier diese Gargoyles wieder. Was haben wir denn hier unter Gebäude noch? Beleuchtung. Schädelfackel. Oh, wow. Naja, kann man noch vieles machen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare, damit wir hier so ein bisschen schmücken können, hier diesen Bereich. Hier überall. Auch welche Farbe das Wasser zum Beispiel beleuchtet sein soll. Alles Mögliche. Also hier können wir, hier haben wir so ein bisschen Platz, so, um irgendwas hinzustellen. Ja, hier auch, ne? Lasst euch was einfallen. Und dann wird es auch irgendwann viel schöner hier. Hier müssen wir auch mal demnächst auch mal kurz was machen. Also, Evil Edge und bis dann, euer Anti.